Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Highrise City. So, ich lasse mal die Zeit weiterlaufen und schau mal nach unseren Ressourcen hier wieder. Was haben wir da Schönes? Also, wir haben genügend Strom, auf jeden Fall genug Wasser. Holz haben wir, wir brauchen mehr Möbel. Okay, eine Schaffarm könnte man natürlich gebrauchen. Und mehr Weizen. Wir haben hier auch kein Brot. Okay, so ein bisschen brauchen wir. Gemüse haben wir sehr viel. Brauchen wir noch gar nicht so viel. Wir brauchen mehr Eisen wieder. Das ist so ein Dauerproblem, was wir haben. Hier haben wir drei schöne Eisenminen. Das Planungsbüro nimmt alle mit rein. Ich denke mal, das sind mehr als 50%, oder? Wenn sich das so ansieht. Von hier darüber. 50% müssen drin sein, damit es funktioniert. Ich weiß gar nicht, Effizienz 92. 104. Ja, das sollte hinhauen. Lokale Spedition, das war falsch. 92. Ja, es war vorher bei 80%. Jetzt bei 92. Das sollte auf jeden Fall hinhauen. So, ich weiß natürlich nicht mehr, was wir brauchen. Weizen produzieren wir einiges zurzeit. Da haben wir eine Schaffarm. Hier haben wir noch Platz. Ich überlege. Schauen wir mal rein. Oder schauen wir mal lieber, was wollen die Leute? Also wir brauchen sowieso mehr Einwohner. Wir brauchen Eisen. Kohle haben wir. Wir haben wenig Eisenerz. Da müssten wir einmal gegen angehen. Also gehen wir wieder in die Industrie und machen eine Eisenschmelze. Machen wir mal hier hin. So. Da noch eine. Wenn wir hier ein Planungsgebäude reinsetzen, nimmt es das untere nicht ganz mit. Dazu bräuchten wir hier eins, aber dann nimmt es das oben nicht. Das wäre hier aber. Das müssen wir mal ausprobieren. Ich habe da eine Idee. Wenn wir hier eins hinsetzen. So. Und da nachher eins. Das müsste jetzt drin sein. Ich hoffe, das ist weit genug. Halt. So. Und hier noch eins. Sehr schön. Du machst mehr Lagerfläche. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das könnte man natürlich hier hinsetzen. Das ist aber eher was für die Verarbeitung. Sagen wir mal, wir setzen dich hier hin. Dann könnten wir hier bessere. Habe ich da die. Okay, ich bin blöd. Was zum Teufel mache ich da? Ich verschwende Geld und Ressourcen. Weg damit. Okay. Das war total daneben. Jetzt müssen wir das Planungsbüro auch nochmal abreißen. So. Planungsbüro, du nimmst nicht alles mit. Das würdest du eh nicht kriegen. Okay, dann machen wir. Das ärgert mich jetzt. Ja, das muss weg. Ich kann es ja schlecht verschieben, glaube, meine ich. Ich meine, das geht nicht. Da muss das Planungsbüro hin. Und hier.
Die nächste Eisenmine. So ist es richtig. So. Einfaches lokales Lager. Genau, hier wollte ich das ranbauen. Zweimal. Jetzt ist das richtig. Und das erhöht die Lagerkapazität nochmal. Und hier könnten wir noch eins... Hier könnten wir noch... Buffgebäude. Irgendwie die Produktivität hier nochmal. Und hier auch nochmal. Und nochmal ein Lager hier rein. So. Jetzt ist das richtig. Hat sehr viele Ressourcen gekostet. ja. Ist blöd gelaufen. Okay, wir haben genügend Büros noch. Aber wir brauchen sehr viele Einwohner und dafür brauchen wir das Eisen. So, hier ist ja der Koloss. Mittleres Büro, ja. Was braucht ihr im Wohnkomplex noch? Gewürze fehlen euch. Und ihr braucht von allen ein bisschen mehr. Okay. Wir haben genug Nahrungsmittel. Brot haben wir sehr wenig. Dann bauen wir mal hier so ein paar Gebäudezonen. So ein bisschen was bauen wir hier auf. So, Ressourcen fehlen. War ja klar. Gut. Da können wir es noch einbauen. Ich möchte hier diesen Bereich noch einmal voll kriegen. So, schauen wir mal an. Ja, also doch. Ja, keine Backwaren. Ich weiß. Das Problem ist ja... Also das Spiel meckert ja schon rum. Keine Backwaren. Wir haben zu wenig Weizen. Und daraus wird Mehl gemacht und daraus wird Brot gemacht und natürlich Bier. Und man merkt schon, das Weizen verschwindet immer gleich. Wir brauchen riesige Weizenfelder. Setzen wir hier oben vielleicht noch eins hin und hier noch eins. Wir brauchen... Oh, wir haben Eisen. Machen wir mal ein sehr großes Weizenfeld. Danke für den Tipp, wie man eine Farm baut. Aber das kriege ich, glaube ich, hin. Machen wir mal hier eine große Farm raus. Ja. So, dann setzen wir dich mal hier hin. Ressourcen fehlen. Okay. Ja, wir haben fast genug. Wir müssen nur hoffen, dass wir genug Eisen behalten. Aber es sind gerade die Ziege, die fehlen. Ja, das wird schon. Da warten wir es einmal ganz kurz drauf. So. Und ich nutze einmal die Gelegenheit, hier etwas anderes einmal schnell zu machen. Okay. Wir haben's. Sehr schön. Dann können wir ja jetzt das Buffgebäude. Da, das Buffgebäude bauen. Hier. Das zeigst du ja gar nicht an, wie viel. Oder machst du da gar nichts? Mache ich hier was falsch? Spiel gespeichert. So, gehen wir mal auf die normale Geschwindigkeit. Das ist immer ein bisschen schöner. Ja, mehr als die Hälfte ist drin. Das sollte das erhöhen. Aber wir haben zu wenig Arbeiter. Kannst du dich selber steuern? Ja. So, mehr Weizen brauchen wir. Ich hoffe, es genügt jetzt. Da wird ja unsere große Stadt hinkommen. Hier mit ein paar Felder. Gut, haben wir hier Bodenressourcen?
Eisen ist hier nicht, weiß ich. Kupfer ist hier nicht. Kein Gold, kein Titan. Uran, Kohle. Neben Quarz, Kalkstein, Edelsteine und Lithium. Da oben, Lithium. Ja, sehr schön. Das sind die Wasserrohre. Da können wir nämlich hier ein bisschen was hinbauen. So eine kleine Straße einmal hier längs. Machen wir mal hier lang. Und hier einmal rein noch. Und da einmal rein. So. Soll nicht perfekt sein. Gut. Das versorgen wir dann einmal mit Wasser. Einmal hier die Straße längs. Dann hier nochmal hoch. Und da. So. Wir brauchen, was ich hier machen möchte, sind ein paar schöne Gebäude. So hier. Ein bisschen hier lang. Kommen Wohnhäuser. Ein bisschen was Größeres kommt hier noch hin. So, Ressourcen fehlen, ist aber nicht so schlimm. So ein bisschen hier kleines Dörfchen aufbauen. So, machen wir hier nochmal eine Straße lang. Und wo verbinden? Ich würde hier gerne noch mal so das Ganze. Wir könnten hier noch ein kleines Feld hinbauen. Da fehlt noch einiges an Servicegebäuden. Das werden wir natürlich auch noch mal ändern. Hier setzen wir mal die Schule rein. So. Und dann die Feuerwehr. Ressourcen fehlen. Ja, natürlich. Aber die sind jetzt schon mal ein kleines bisschen glücklicher. Naja, so ein bisschen. Ja, das geht besser. Wenn es nur zwei Reihen sind in den Häusern, das gefällt mir besser. Sowas kennt man ja auch, dass dahinter auf dem Grundstück noch ein weiteres Haus steht. Wurde dahin gebaut und die fahren dann an der Seite hier durch auf dem Parkplatz. Das ist schon ein bisschen realistischer. Aber wir brauchen die Feuerwehrstation hier noch. Setzen wir hier hin. Das freut die auch schon wieder. Als nächstes die Polizei. Sollten auch alle drin sein. Machen wir hier. Dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, hier die Straße einmal durchzufahren. Denn wir brauchen noch eine Arztpraxis. Es gibt einen Mangel an Fisch. So, die sind. Die entfernen wir mal. So, die waren halt in einem Bereich, wo es nicht so gut ist für die. Und um Fisch kümmern wir uns auch gleich. Erstmal hier eine kleine Kirche. Du hast eine Straßenverbindung, hoffe ich mal. So. Fisch. Ja, das können wir hier unten hinbauen. Hier setzen wir mal einen hin. Und da nochmal drei Fischer. Ihr seid von irgendwas in Reichweite. Ja, sehr schön.
Sehr gut. So, wir haben Bier, wir haben Brot, wir haben Weizen, wir haben zu wenig Mehl. Dann setzen wir nochmal eine Mühle hin. Am besten hier oben. So. Ja, das Planungsbüro. Da kann noch eine weitere Mühle rein. Dann passt es auch. Aber das wird unsere kleine Siedlung. Ich versuche mal ein bisschen besser Auto zu fahren. Nehmen wir mal die Ressourcen weg, damit ich die Tasten sehe. Format STRG. Ja, sieht doch. Oh, halt. Okay. Dann halt kein Halt. Hier. Einmal um die Kurve. So. Jetzt sind auch die Bewohner, die hier lang gehen, ganz langsam. Schnell einmal hier rüber. Und bisher noch kein Unfall. Sehr schön. So. Und um die Kurve. Jetzt fahren wir mal einfach mal in die Richtung hier. Ah, aber schnell durch. Ich glaube, ich bin zu schnell. Überholen. Nein. Okay, das passt. Super. Wir sind da, wo ich sein wollte, mitten auf dem Feld, wo wir nicht mehr runterkommen. Naja, dann soll das nicht sein. Gut. Was braucht ihr noch alles? Die haben genug. Die brauchen noch ein bisschen Freizeitspaß. Und ganz wichtig, das, was sie am liebsten haben, ist das Finanzamt. Das setzen wir einmal hier hin. So, und jetzt kümmern wir uns um Freizeit. Ein Kino hier hinten. Das müssen wir mal wirklich einmal hier hin. Auch in so einem kleinen Dörfchen brauchen die ein Kino. So, mal hier noch ein paar Häuser rum. Und hier auch noch mal lang. So. Ich hoffe natürlich immer, dass es große Gebäude werden. Das scheint auch gut zu klappen bisher. Schön groß. Es ist... Ja, hier sind vor allem die Einfamilienhäuser. Hier ein bisschen Innenstadt. Unser kleines Dörfchen. Mehrfamilienhäuser. Da ist die Grundschule. Direkt neben dem Finanzamt. Da lernen die auch gleich schon das Richtige. So. Ja, das passt doch. Da machen wir hier noch ein paar kleine Häuser hin. Haben wir ja schon ausgewiesen hier ein bisschen. Machen wir nochmal hier hin. Da so ein bisschen. So, das passt schon. Sobald wir auch ein bisschen mehr Ziegel haben, kommen auch wieder große Häuser. Aber aktuell haben wir auch keinen Bedarf. Das hat also gereicht. So, schauen wir mal hier rein. Wir brauchen noch ein paar Büros. Wir können auch die großen nehmen. Wir können mir nicht viele nehmen, aber die hätte ich trotzdem gerne. Ist die Müllverbrennung an? Ja. Wir produzieren aktuell auch eine ganze Menge Müll. Das ist gerade so in Reichweite von der Müllverbrennung. Okay.
So, aber das war's auch wieder von dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich ganz doll über einen Daumen hoch freuen. Das wird unserem Kanal wirklich enorm helfen. Vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.